Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Void Train, die theoretisch jetzt zwei Tage vor Release oder einen Tag vor Release, je nachdem wie wann das Release, ne? Am 9. Release, weiß ich, in der Früh am Abend, das ist ungefähr. Auf jeden Fall, den sehen Sie noch vor Release. Ich werde nämlich diese Parts hier aus dem Epic Games Store gespielte Spiel hier mal wieder. Das kommt drauf an. Ich habe mir überlegt, ob ich es neu kaufe in Steam, wenn es kommt. Einfach ein zweites Mal, wenn man das am Arsch geht, was der Epic Games Store praktisch keine Friendslist hat. Und wenn da steht, nur mit Freunden spielen, weiß ich jetzt nicht, wird das wahrscheinlich jetzt nur Freunde auf Epic betreffen. Und ich habe da keine Freunde. Gar keinen. auf Steam habe ich natürlich viele mehr Freunde, die was alle joinen könnten. Und da Steam ja das Joinen übernimmt bei Steam, gehen wir davon aus, dass im Epic Store Epic Games das Joinen übernimmt. Und somit werden die aber nicht crossmäßig miteinander können. Es kommt ganz drauf an. Wenn sie es und es nicht zu teuer, kaufe ich es einfach neu. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, deswegen höre ich nach drei Parts hier auf. Aber dann ist der Release. Weil heute ist der 6. am 9. Release. Und dann fange ich neu an damit. Oder auch nicht, wenn man das irgendwie crossplayen kann. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, höre ich deswegen mit den Parts jetzt nach dreimal auf. Wir sind jetzt im 2. und jetzt gehen wir Gas und fahren weiter. Wir haben vorher Off-Video. Nicht Blödsinn, ich rede schon wieder zu lange, hab wieder vergessen. Natürlich anwesend sind wieder Wasabi und Ziggy. Ja, hallo zusammen. Moin moin. Alles gut bei euch? Ich weiß wirklich nicht, warum mir das heute zum zweiten Mal passiert. Jedes Mal mache ich mal Ankündigung und sag, wer da ist. Heute vorher, bei dem anderen Video, ist mir das zum ersten Mal, habe ich es vergessen, dass ich erwähnt, dass wer da ist. Und jetzt beim zweiten Mal wieder. Das gibt's ja nicht. Wieso? Irgendwas ist da verhext heute. Irgendwas passt da nicht. So, jetzt hören wir geschwind mal. Ja, du bist schon mit. Was? Du bist schon mit dem Kopf beim Geburtstag. Ich bin schon beim im Wirtshaus bei der Geburtstagsfeier. Das kann sein, ja? Ja, ja. Schon vorbereitet auf. So. Wir werden jetzt die Plattform hier erforschen. Das haben wir nämlich gesammelt vor, dass ich, der Wasabi und ich kurz bei Off-Video. Weil wir haben eh noch genug zu farmen, dass wir das jetzt einmal gleich haben. Seht ihr, geht schon weiter. Kitchen. Kitchen ist gut, da können wir mal Fleisch braten. Das heißt, wir werden weitermachen mit dem Ganzen. Aber es geht jetzt in die Richtung wieder zur nächsten Station. Ich weiß nicht, wann da die. Warte mal da. Okay, das ist eigentlich nur. Preparing und ich soll viel einsammeln. Scheiße. Ha! Erwischt. Gut, das heißt, ich. Was habe ich denn da? Zu wenig? Das werden wir mal machen. Es ist schön, dass wir viel Holz haben. Das geht eh ständig drücken. So. Ist irgendwas, was man schnell erforschen kann? Oh, dieses gelbe Ding, das ist zum Sammeln. Leder und das gelbe. Das baut aufeinander auf. Und da müssen wir jetzt erst das eine machen. Theoretisch Kupfer. Haben wir da irgendwo Kupfer gehabt? Ah, ein Bahnhammer. Das ist der zweite. Dann machen wir hier die Teile da. Ich glaube auch fast, dass die meinen, ich soll jetzt nicht alles vercraften mit dem Tooltip da rechts. Weil da kommt jetzt nächste Station und man braucht auch zum Upgraden vom Zug wiederum braucht man ja wieder diese. Scheiße, kann man das sammeln? Nein. Zum Ablegen braucht man ja wieder dann Eisen, zum Upgraden. Und ich habe da sonst nichts mehr jetzt bald, wenn ich das jetzt so weitermache. Das heißt, wir fahren jetzt langsam weiter, sammeln mal nur geschwind ein. Wir können ja auch in der. BAM! Okay, das ist wie tot abschießen. Wir können ja auch in der Station drin dann mal gemütlich upgraden. Ich finde eh langsam. Und dann können wir. Ein bisschen können wir. Schneller. Organics brauche ich dann ja auch. Das ist Eisen. Eis? Na, Dirty Water. Ja. So. Das ist Dirty Eis. Ihr seht aber, das ist ganz gemein, aber jetzt sind wir doch schon über eine Stunde dabei. Ich brauche urviel Eisen, aber mir findet es dann doch recht spärlich und zart und dann.
Das ist das, was ich gemeint habe mit Farmlast. Ja, das ist immer gut, wenn man am meisten braucht. Naja, wenn man, wie gesagt, wenn man da zu zweit ist, man braucht ja nicht, ist ja nicht so, dass man zu zweit die doppelte Rüstung craften müsste. Es gibt ja eh keine, ne? Das heißt, zu zweit stellst, baust du ja auch nur eine Station, also bist zu zweit, zu dritt bist doppelt so schnell. Dreimal so schnell. Dreimal nicht doppelt so schnell. Geht sich aus. Dreimal so schnell geht sich nicht aus. Weil wenn einer links, einer rechts ist, der was unten, und wenn unten einer ist oder oben in der Luft, das bringt nichts, weil das sind weniger Ressourcen. Mitnehmen, jawohl. Los, los. Ich will da ran. So, passt, fahren wir. Tschüss, Welt. Ich habe zu warte tot. Mein Essen ist aus. Ich verliere live. Fett ist das Gelbe. Hui! Es besteht ja da noch ein bisschen Hoffnung für die Menschheit. Besser? Ich bin gerade auf Facebook so nebenbei und da ist so eine Umfrage: Nutella mit oder ohne Butter? Der Großteil ist mit Butter. Okay, na Gott sei Dank. Ja. Oh, Holz. Ich brauche Eisen. Need Iron. Und Zerstörme. Zack. Geh du. Sie haben so viel Fässer. Hm? Hier sind jetzt eigentlich diese Stations so ziemlich unnötig am Anfang, kommt man vor, weil außer ein paar Ressourcen ist da eigentlich nicht wirklich was zu holen. Da könnte man aber, da finde ich auch, da wird so viel mehr gehen. Ich finde, da könnte man so viel mehr machen, was die Stationen bieten. Aber wie gesagt, wir sind ja erst am Anfang, vielleicht kommt da ja eh noch was, was ich noch nicht weiß. Aber da wirst du dann auch vielleicht irgendwie auf Widerstand stoßen, wenn da ein bisschen mehr zu holen ist. Ja, ja, das will ich auch. Das weiß ich. Das habe ich ja damals schon gesehen. Da kommen dann Leute mit Maschinengewehr und Dickpanzer oder irgendwas, aber dafür gibt es auch mehr zu holen. Aber ja. Dabei ist halt gar nichts, ne? Nein. Noch. Gut, dass ich viel Holz habe, das ist wirklich gut. Das Holz ist eh so wirklich geschissen, selten oft dann. Aber was ich nicht verstehe, du sagst, die Viecher lassen da auch Fleisch fallen und so, ne? Mhm. Aber du hast doch hier keine Anzeige für Essen, Trinken. Oh ja, oder? Links unten. Über. Das ist Trinken, das ist Essen. Aber Essen ist eh leer. Ah, da, okay. Ne, es ist ja leer, es ist so. Ist sehr das ist ja, ja, hat er, ja. Ich meine, es ist leer, ich verliere langsam live dann, aber. Minimal eigentlich dabei, Gott sei Dank. So. Ja. Das kann ich jetzt nicht herstellen. Weil ich kein Ding habe. Aber ich bin drauf gekommen, dass das geht. Das ist schon mal nicht schlecht. Weil das, oder? Brauche ich auch irgendwann noch zu tonnen. Craften kannst du auch nur in der Station. Nee, oder craften kannst du immer. Ja, craften kann ich überall. Ich bin nur stehen geblieben gerade, weil ich gerade noch da war. Da ist so schön ruhig. Ja, passt eh. Ist sicher angenehm, was ich meinst du.
Ja, du weißt, du hast halt diese fliegenden Viecher und alles, was da immer vorbeizieht und so, ne? Das spare ich mir, wenn ich in der Station bin, habe ich das nicht. Oh, jetzt ist wieder bläulich vor, was nämlich lila, die ganze Umgebung. So, jetzt kommt wieder der blöde Fisch daher wahrscheinlich. Irgendwo. Okay. Ja, stimmt. Ist ja aus, ja. Zwei Bahnen nur. Warte, die habe ich. Ha! Sehr gut. Scheiße. Hätte ich das irgendwo mein. Achso, na, nö, da war nichts. Da bin ich nicht irgendwo jetzt ein Terminal verpasst zum Zug upgraden, oder? Nö. Das werden wir jetzt auch mal machen. Das ist so ein Stapler, Stapelteil. Schaut, das meine ich. Jetzt wird es schon irgendwie eng. Jetzt wird es dann wirklich Zeit, dass man da ein bisschen mal den Zug ein bisschen breiter hinkriegt. Einmal normal. Einmal Kupfer, zweimal Kupfer. Also ich fahre ja die ganze Zeit unter mal. Ich bin ganz in alle Ressourcen vorbei. Sich da hinten versteckt. Ja. Wo ist denn jetzt wieder der Sack? Der war ja da wo. Da. Der Bullet Drop ist ein Wahnsinn mit der Waffe, Alter. Erstens fliegt die Kugel nur langsam, zweitens sackt sie urtief ab. Ja mal, dich gescheit treffen. Ja, komm her. Ah! Ah! Ja, 75%, danke. Und was mit einem Biss hat er 25% weggenommen? Ja. Oder leider. Ja, ich glaube auf beiden Floors, ne? Somit habe ich glaube bei beiden jetzt so reparieren können, toll. So, das ist der Oma erklärt mir eh nur wenn Repair. Okay, gut, das kann er machen. Darf er mal erklären. So. Also, stark sind sie, die Viecher. So ist es nicht, ne? Ah, du brauchst eine bessere Waffe. Das nützt alles nichts. Ich muss aber alles mal panzern, aber irgendwie und alles mal irgendwie. Ja. So, jetzt fehlt nur noch ein Kupferbahn. Das habe ich eh. Jetzt fehlt mir einmal so ein Ding. Fahren wir weiter. So, hat der nichts verloren diesmal? Nee, ich glaube nicht. Ich habe alles gesehen. Ich schiebe mal weg kurz. Und super, dann war's ja völlig nutzlos diesmal. Ja. Doch,
dass er wenigstens für das gut ist. Na, nix. Weg zu holen. Nein. Ja, das haben. Ja. Das ist irgendwo so ein blödes Viech. Ja, bremst mein Ding. Sitz lang, ich sitz schnell. Hallo. Tschüss. So. Hopp. Sollen wir kurz bremsen? So, jetzt nehmen wir das. Kein Wasser? Ah ja, genau, kein Wasser auch herstellen. Essen, sowas machen wir. Das machen wir. Das brauchen wir nicht. Das machen wir. Fünfmal. Da haben wir da ein bisschen was rein. Los. Essen. Ja, jetzt ist schon wieder was da. Die Organics kann man ja auch essen, aber das ist irgendwie... Auf Dauer, ne? Ja, du brauchst es auch zum Craften und das ist halt dann irgendwie scheiße, wenn du es dann irgendwie verarbeitest. Anders. Wenn du das isst, kannst du das nicht mehr verarbeiten, sagen wir so. Das Teil kann man nämlich, soweit ich weiß, sogar als Brennmaterial nehmen. Das da. Das ist, ja, ja, Star, also zweimal Feuer. Was besser wäre, was habe ich für das Ding jetzt gebracht? Das wäre gar nicht so schlimm, weil die haben wir immer tonnenweise und die auch. Dann macht man sich da Brennmaterial draus. Das wäre mir sogar wesentlich lieber, weil das ist so lässig, das Holz ist so schnell weg. Und Leder. Irgendwie eins auch nicht mehr, ja, separate. Und wieder eins. Bandagen. Brauchen wir später. Ja, den wollen wir haben. Der ist cool. Der Ruffel Limo. Das ist ein Nest für den Typen. Ja, brauchen wir da wieder viel. Was brauchen wir da jetzt an Eisen? Zwei Bahnen, zweimal, also vier Eisen und zwei Kupferbarren. Vier Eisen. Jetzt hier nicht aus, fahren wir weiter. Aber das ist cool, das zahlt sich jetzt wirklich aus. Ich habe die grünen Dinger schon gar teilweise nicht mehr eingesammelt, weil es einfach dann schon so viel war, dass ich nicht nichts damit anfangen habe können, ja. Aber wenn ich die jetzt wirklich da. Ui, das ist eine Nebelwolke. Sehe ich gar nichts. Guck mal, da war was. Stopp! Da kann er da irgendwas noch. Was war das Wasser da? Aha, also aus die gibt's Wasser dann, aus diese Trinkdinger. Gut. Da sind noch welche. So, was haben wir jetzt gesagt, brauche ich diese grünen Flaschen da, ne? Ja, genau, die da. Die lasse ich da drin, sicherheitshalber. So, jetzt haben wir zwei Almbahnen. Weiterfahren. So. Und dann brauche ich
Ja, okay, nichts. So, das werden wir jetzt gerne mal zweimal herstellen. Und dann schauen wir, wie viel länger das brennt. Hoffentlich lang. Weil das meiste Problem, was ich in dem Spiel immer gehabt habe, war der Holzmangel und der Eisenmangel. Eisen ging dann später, weil im Endeffekt du Eisen nicht dauernd verharzt, aber Holz verbrennst du ja ständig beim Kochen, bei allen. Und irgendwann habe ich dann nichts mehr gehabt. Dann habe ich dann irgendwann später ein Spiel mit Kohle weitergearbeitet, aber Kohle war noch schwerer zu kriegen. Ja, da hast du jetzt eine gute Alternative gefunden. Ja, mal schauen, wie lange es brennt. Das werden wir gleich sehen. Schauen wir mal. Haben wir mal da was rein? Ja, es brennt auch recht schnell weg, gell? Aber nicht so schnell wie das Holz, aber... Sagen wir so, ich bin damals... Ja, aber dafür ist es billiger herzustellen. Ja, genau. Ich bin damals in dem grünen und gelben untergegangen und habe schon nicht mehr gewusst, wo ich es hin tun soll. Da habe ich anscheinend nie geschaut, dass ich das ja verbrennen kann, das andere Zeug da. Oder wollte ich nicht. Damals habe ich es gespielt, das Spiel, da habe ich ja, wie ich mich entschieden habe, ich will das nicht verbrennen. Habe ich ja noch nicht gewusst, ob ich es brauche oder nicht oder wie viel davon. Ne? Das ist ja das Problem an dem gewesen. Aber später im Spielverlauf, wie ich gemerkt habe, ich brauche es nicht, habe ich anscheinend nicht mehr dran gedacht oder so. Ja. Wenn ich mir das so jetzt anschaue, da... Genau, jetzt hast du ja. Ja. Ja, vor allem brauchst du da kein Holz farmen, denn, ne? Ja, und vor allem, ich brauche Holz manchmal ja auch einfach so zum Craften. Ich bin dann, ohne dass ich es völlig sinnlos irgendwo jetzt da verhunze. So. Und das ist was? Jawohl, noch ein Eisen. Zwei habe ich. Ja, zwei Schrauben fehlen dann. Kann man gleich machen auch. Consumable. Ah, Bandagen. Gut. Ja, jetzt wird es aber langsam hier mal mit Damage losgehen. Ah, mit Schaden werde ich mal jetzt irgendwann abkriegen, wahrscheinlich mehreres, weil jetzt, wenn ich jetzt Bandagen machen kann, wird irgendwann noch was kommen, was mich damaged wahrscheinlich. Wobei. Das Spiel hat man ja nicht gesagt, Bandagen, das habe ich hier noch gemacht, weil ich schon so weit voraus craft. Ja. Vielleicht kommt das trotzdem erst später, aber irgendwann jetzt wird was passieren. So. So. Das haben wir jetzt alles schon. So, zwei Kupferbahnen und einmal Eisenbahn. Der geht schon. Das wird so viel leichter, wenn ich endlich dieses Ding habe. Nein, komm da nicht mehr ran. So. Jetzt hauen wir da auch so ein Ding rein mal. So, warte, das muss ich kurz, glaube ich, pausieren. Moment mal kurz. So, die Aufnahme rennt jetzt wieder. Sorry Leute, ich habe da, falls da ein kurzer Cut ist, ich habe unabsichtlich statt Pause aufhören drückt, schneide, muss ich zusammenschneiden. Ja, passt. Ja, was wir gerade geredet haben, wir haben gerade über das Spiel geredet, über das No Man's Island, haben wir gerade geredet wieder. Jo, du kannst auf Steam Charts noch schon, weißt du, weil ich schreibe auch nicht ständig Rezessionen, also es gibt sicher mehr Leute, die spielen, als Rezessionen, da ist sicher viel Unterschied, da werden schon einige mehr sein, vermutlich. Glaube ich jetzt halt. Aber 7 Rezessionen war doch. Ist prinzipiell, ich weiß, was du meinst, es ist jetzt nicht wütend. Aber 7, wann ist das erschienen? Wann? Am 4. Ja, das ist nur 3. Ja gut, okay, das tut das. Wenn das nicht jetzt so ein super bekanntes Spiel ist, kann das schon mal, finde ich, ein bisschen dauern, bis da mal mehr als ein paar Leute was posten. Ne? Das
könnte schon sein. Würde ich da jetzt noch nicht so viel drauf geben, genau. So, uns fehlt jetzt noch das letzte Eisen, zeig. Was sonst? Ich sag, da können wir jetzt hier richtig trinken herstellen. So, hier rüber noch. Essen schneide ich schon wieder los. Muss ich was essen dann geschwind? Probier sogar mit. Essen wir gleich alles, dann bin ich voll. Passt, sehr gut. Nehmen das Platz auch frei. Perfekt. So, dann fällt jetzt eigentlich wiederum nur mehr. Ja, eigentlich wollen nur mehr ein Bahn Eisen dann, weil das ist jetzt hier. Der craftet gerade. Das war der zweite, das fällt eine Eisenbahn noch. Ich habe schon wieder so dieses, Scheiße, du lässt alles liegen, Feeling. Da. So, jetzt werden wir mal. Jetzt werden wir mal bremsen da. Mich nervt das, wenn er die ganze Zeit da weiter ruht. Und aus. So viel zu übrigens Holz, ne? Aber es stimmt schon, mit dem anderen komme ich da jetzt relativ viel weiter. Also wenn ich jetzt 5 herstellen von dir oder 4, 5 von den Dinger herstellen, von diesen Brenndinger, sparen wir schon viel Holz, ja? Die da. Was kann ich da herstellen? 5. Mag ja alle machen. Außen führt man kein Holz, ne? Ja. Ja, ich brauche jetzt 5 mal Holz für 5 mal das Herstellen. Aber. Ja. Wo ich nicht verstehe, ja. Jetzt sagen wir mal, pass auf. Jetzt haben wir ein ganzes, hat sich hergestellt, da war ich ungefähr da. Also ungefähr 3/4 brauche ich für ein ganzes. Jetzt kann ich ja das nehmen und das gleich da reinstellen. Das war jetzt ein halbes. Und jetzt ein ganzes. Ja, vorher war es 3/4, jetzt ist die Hälfte verbrennt. Ein bisschen länger brennt es schon, ne? Das fällt schon auf, es brennt schon länger, aber. Irgendwie reißt es mich halt noch immer nicht raus. So wirklich. Aus meiner Misere. Treibstoffmisere. Das ist, wenn es Russengas teuer nee, ist. Das ist der ganze Sprit ja, oder der andere auch Schaß. Ja, genau. Stimmt. Ja, passt aber. So. Passt! Jetzt können wir sich das Jünger vorstellen. Der ist nämlich cool. Vielleicht finden wir den schon in der nächsten Station jetzt. Ich schätze mal nämlich, die Stationen sind abhängig von meiner Forschung. Wenn ich nichts forsche, immer noch weiter vor, werde ich wahrscheinlich immer die gleichen Anfangsstationen kriegen. Ja, genau. Die zwei brauchen wir. Mit denen kann man schon mal von Ding zu Ding. Das ist schon mal cool. Da, Raffelmir is not just a pet, it's a full-fledged member of your team. Pro Wagon kannst du einen hinsetzen von diesen Viecher und die machen irgendwas. Die außer lieber ausschauen, was sie total knuffig macht, aber sie machen noch irgendwas. Warte mal. Ist das der Hammer gewesen? Das ist das Ding da. Das bauen wir jetzt aber nicht, weil ich habe noch keinen Raffel Mio, also. Schauen wir mal. Research Table haben wir, das haben wir auch, das haben wir auch, das haben wir auch. Das haben wir alles, das steht alles auf dem kleinen Ding da. Das ist fertig. Haben wir eh ordentlich zugegraben da ist. So. Blödes Vieh. Gut. Und dann düsen wir weiter. Wir brauchen ja wieder Eisen. Jetzt, bis jetzt kommen dann erst die lustigen Sachen. Also jetzt kannst du dann wirklich anfangen mit
Mal was anderes machen als Zug fahren, aber dazu musst du zuerst einmal halt ein Stückchen da raus aus dem Ganzen da und das alles mal eingesammelt haben. Das ist, wie gesagt, anfänglich sehr farmlastig, aber es ist gemütlich. Ich muss ehrlich sagen, es ist wenigstens gemütlich. Wenn man sich nicht stresst und alles einsammeln will, so wie ich, und nur A-Seiten einsammelt, braucht man auch nicht viel hin und her gehen. Dann kriegt man das eigentlich komplett easy dahin. Dann fliegst du einfach mit mit dem Ding, kommst zur Station, fliegst mit, kommst zur Station. Zu zweit, wie gesagt, wesentlich effizienter halt, ne? Aber du, es geht auch so. Irgendwem treffe ich schon. So. 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 Irgendwie hätte ich schon so Bock jetzt wieder zum Spielen die ganze Zeit, aber steh. Leider, leider. Termine, Termine, Termine. Jetzt weiß ich übrigens auch, warum man die halbe Zeit das dringt sich, dieses Essen trinken. Das dürfte nur angezeigt werden, wenn es wirklich ein bisschen weniger ist. Wenn es voll ist, dürfte es nicht angezeigt werden. Jetzt habe ich alles gegessen und getrunken. Also voll ist nicht, aber wenn es so relativ noch voll ist. Es dürfte da erst ploppen, wenn man wirklich ein bisschen weniger hat. Ich höre was knacksen. Hängt über so ein Viecher dran? Aber darum, ich habe mir vorher gedacht, bis man du das gesagt hast, auf einmal, ob ich blind bin. Aber da siehst du eben jetzt nicht, ne? Mhm. Nein, ich habe jetzt auch nicht gewusst, ob das vielleicht gerade ploppt ist vorher, nämlich wie du das gesagt hast, vielleicht ist das eh, weil ich sehe, ich habe halbes Trinken und es ist nicht da, also anscheinend dürfte das wirklich erst gegen Ende so als Warnung da ploppen oder so. So, was wollten wir jetzt machen? Ja, also ja, warum schaue ich überhaupt noch? Wir brauchen Eisenbahn, oh Wunder. Was für eine Überraschung, ne? Da ist doch irgendwie, ich höre doch so ein Viech. Irgendwas ist da, ich höre das auch. Gefunden. Cooles Teil. Ich sehe, genau dieses Hin und Her ist es ziemlich nervend, ja. Von einer Seite. Ui. Alter, was jetzt? Coole Nachladeanimation. Geil. Die war jetzt ja cool mit Style. Du hättest die vorher sehen müssen, wie der Sieger Nikons da war, kurz bevor du gekommen bist, wo auf einmal die Waffe fast am Arm gefallen ist. Mittendrin auf einmal so bum bum bum. Auf einmal fällt der Lauf, aber so kling kling, wie so wie wenn so kaputt passt, fertig, ne? Das ist einfach zu fallen. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig auch. Ja, das hat nicht ausgeschaut, wie wenn das so gehört, ja. Das hat eher so wie das war's ausgeschaut. Du hast so unendlich Munition, aber die Waffe ist kaputt. Ja. Zack. Yip. So. Machen. Die Ringer schießt man dann nämlich an die Brocken ran. Und dann kann man sich da einhängen mit dem Seil. Mit dem. Okay, das schreit nach 6-mal Eisenbahn. Das ist etwas. Da setzen sie um, schau. Ich schmeiß das hin. Und dann kann sie mit dem Windhaken hinziehen da. Zu den einzelnen Dinger. Das, das. Ich brauche auch das andere Teil da. Ja, okay. Das heißt, ich brauche auch 2-mal das da. Mehr als genug da mach. Also, das geht aber auch ordentlich schnell weg.
will ich nicht. Das will ich. Das will ich auch. Aber bald haben wir es, Leute. Bald haben wir es. Sieben sind wir, Phase 7. So. Zweimal Schrauben, zweimal das andere. Das habe ich jetzt zweimal. Zweimal das. Geht nur einmal, weil ich nur einen Bahn habe. Sehr schön. Zweimal. Gut, das haben wir. Dann zweimal Schrauben, aber das geht natürlich an. Da fehlt uns wieder das Eisen. Ja, gut. Da, Eisenfarmen. Zwager, sehr schön. Komm her, komm her. Ich finde, das müssten sie irgendwie umtun. Das ein so ein Eisen müsste. Ja, sind ausgegangen. Ein so ein Eisen müsste am Bahn ergeben. Sie sind ja eh recht groß, aber. Aber das ist. Ihr seht eh, wie zart das ist. Also, das ist wirklich. Das ist Strecken, finde ich, ehrlich gesagt. Ziemliches Strecken von dem Ganzen da. Ha! Scheiße. So, und jetzt kommen wir daher. Scheiße. Kacke. Da nochmal. Da oben. Bist fertig, Alter. Jetzt wird schon stressig. Weil jetzt gegen Ende. Gegen Ende, kurz vor so einem Tor, ist irgendwie immer mehr Loot. So richtig so. Da kannst du nochmal anpacken dafür, damit du dann den Zug umbauen kannst. Und dann gehst du craften rein in die Station. Mach das. Schrauben. Komm schon. Mein Problem ist jetzt, dass ich ein bisschen voll bin. So. Aber jetzt. Also, das muss man wegnehmen, selbst. Los! Also der Holzverbrauch ist wirklich wesentlich gesunken, jetzt muss ich schon sagen. Nein! Wieso ist das jetzt abgestürzt? Normal steht das auf einer Höhe. Das ist, weil da auf der Plattform hat es Schwerkraft, ne? Das war anscheinend so blöd an der Kanten. Und wenn es anscheinend runterfällt, wenn es mal gefallen ist, fällt es weiter anscheinend und fällt da in die Bodenlose. Ich verharze schon wieder das, was ich eigentlich verwende, verharze ich ja auch schon wieder.
was ich eigentlich aufheben will. Kann ich das jetzt bitte irgendwas erforschen? Danke. Erledigt. So, was müssen wir jetzt hin? Armory. Powder. Eine Ammo-Box. Kann ich jetzt diesen Haken da schon machen? Nö. Ja, einen Haken kann ich machen. Aber irgendwie kann ich den... Na, warte mal. Den muss ich dann nochmal probieren. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man überhaupt diesen Windstinger braucht man eigentlich gar nicht machen. Diesen Enterhaken hat er, glaube ich, eh automatisch. Das zählt, glaube ich, nicht als Waffe, weil das ist am Arm oben. Aus. Geht sich noch aus. Stopp! Es geht noch. Oh, nur eins und grünes Teil. So, können wir das gleich machen? Einmal das und dann Eisenbahn. So, pass auf, jetzt haben wir diese neuen Throw-Ringe. Die kann man mit Q werfen, ja? Theoretisch funktionieren die so. Also, ich gehe irgendwo hin. Schmeiß mit Q. Schmeiß den. Kann ich das so? Genau, mit mittlerer Maustaste zieht mich an. Schau, jetzt hänge ich an dem, schau. Und kauf vom Zug weg. Die Ringe bleiben, die kriege ich aber nicht mehr raus, leider. Die sind Verbrauchsmaterial. Ja? So. Loslassen kannst du aber nicht. Also, das heißt, ich hänge. Ich muss jetzt auch wieder zurück mit denen. Und wieder zurück zu meinem Ding. Die Ringe bleiben jetzt halt da, ne? Aber so funktionieren die Ringe. Und die sind, das ist recht cool, weil du kannst mit denen ja. Du kannst mit denen theoretisch ja urweit in die Pampa da rein, einfach irgendwo. Die sind nicht nur auch nicht ist unmenschlich teuer, aber trotzdem eine Bahn für drei Ringe. Du brauchst meistens 15 zu Bahn, also Ringe mit, ne? Ich sehe nichts mehr. Voll Dampf voraus! Du schießt das nieder! Ich zerschieß dich zum Schrott! Ich glaube, da brauche ich eine größere Waffe. Was ist eigentlich, wenn der steht, da runterhupf?
teleportiert er mich dann auch gleich zurück, ja. Jetzt. Jetzt springe ich runter. Aha. Oh oh. Scheiße. Jetzt hab ich an der Schnur nach. Ah, jetzt bin ich da. Hallo. Ah, Schüsse, Schüsse. Ja, seht's, jetzt ja. Wird schon. Jetzt wird schon. Gefährlicher. Die lassen ja auch wieder urviel fallen jetzt, gell? Was machen wir? Der haut her. Münze. Mein Token. Kann der mal? Danke. Der hat doch auch irgendwas fallen lassen vor. So, irgendwo sind noch welche, aber ich glaube, die Musik hört auf, wenn die wechseln. Ja. Aua. Aber bald drauf gehen, ja. Weil man kann auch nicht wirklich. Now that the enemy is disposed of and our adventurers get a chance to look around, they find a control post mentioned in the diary. Ragdoll, Ragdoll. Das. Rifle Armor, Special Armor, wo habe ich denn das? Also, das habe ich ja gar nicht da. Oh Gott, haben sie das so gemacht, dass die Armor nicht mehr im Rucksack liegt? Das wäre ja toll. Du kannst ja in dem Spiel, ich weiß, das habe ich ja gar nicht erwähnt, du kannst in dem Spiel ja Waffen modifizieren, ja, aber nicht nur was draufschrauben. Du kannst ja richtig in dem Spiel komplett die Waffen wirklich aus Einzelteilen zusammensetzen. Schaft, Lauf, Griff, das ganze Zeug, das Griff ist einzeln. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Heavy Grip. Die haben alle verschiedene Stats drauf und mit denen kannst du dann theoretisch irgendwas deine Waffen zusammenbauen, die du verwenden willst. Und es gibt einen Ding da. Einen Automaten. Wo ist er denn? Ich höre ihn ja eh schon irgendwo da. So ein Spaßautomaten. Hier, die Coins, was man findet, kann man da reinhauen. Und dann kriegt man was raus. Warte mal. Spin! Ja! War klar. Waffenmodul. Magazin. Ja, und die Token kriegst du halt im Endeffekt von den Gegnern, ne? Jetzt muss ich mir aber kurz ausleeren, weil ich habe keinen Platz. Da habe ich damals schon die Kisten befüllt. Bis oben hin waren die voll mit Waffenteilen, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo ich die alle hingeben soll. Das war schon ziemlich heavy dann. Aber ich muss jetzt irgendwas anderes schauen. Kann ich das jetzt nicht gleich wieder zu Treibstoff verarbeiten? Ein bisschen was davon. Das heben wir auf. Das ist eine Witze. Das ist ein. Wer? Die drei Plätze in der Kisten sind ja Hammer. Ja, das ist vor allem die nächsten Kisten sind viel teurer, upgraded. Und viel teurer und du kriegst ja nur den vierten Platz, so gar nicht den fünften. Das ist ein bisschen lächerlich, ja. Ja, klar, wir sind ja.
vorher 20 Blades pro Kiste. Viel mehr. Da weißt du viel mehr. Was ist wirklich, was aufheben willst? Na, nennenswert, ja. Das ist, die brauche ich zum Beispiel jetzt nicht mit, okay, aber trotzdem. So, wo ist denn das alles, was vorliegen geblieben ist? Da. Wo ist er? Da! Hehe! My friend! Schau! Das ist mein kleiner Freund, jetzt nehme ich mit. Was ist denn das für ein Frosche? Nochmal. Der Einsammler. So, der darf jetzt da sein. Den kann, das ist ja, was da die Buffs gibt. Da kann man irgendwas so drauflegen. Ah, da drauf legt man Schatzkisten, die man findet, auf entfernten Adventures. Ich muss aber zuerst Schatz einmal finden. Alter. Das ist ja urgeil. Ich meine, was nicht urgeil ist, ist, dass ich. Ja, die kann ich ja nicht an meiner Kisten legen, die Munitionsdinger, oder? Weil ich kann, die sind ja nicht. Die sind ja nicht wirklich ein Item bei mir. Das ist ja kein Item alles. Hm. Schade, die hätte ich gerne mitgenommen. So, jetzt schauen wir, ob da noch irgendwas liegt, was ich nicht aufheben habe können. Abgesehen von dem. Also ich sehe da noch ordentliches Verbesserungspotenzial. Ja. Das Traurige ist, dass das mit den drei Kistenplätzen schon vor 2 Jahren so gehabt haben. Was mir so viel sagt wie, das dürften sie nicht das Problem sehen und werden da wahrscheinlich auch nicht viel tun dran. Was doof ist, weil ich finde das schon ein bisschen gar wenig, aber okay. Ja, es besteht noch immer die Möglichkeit, dass in Wirklichkeit da eh schon ein ganz anderes Bild von dem Spiel existiert irgendwo. Der nur noch nicht. Und jetzt im Epic Store auch nur ein alter Bild rennt. Ich glaube aber nicht, dass wenn die Steam-Version launcht, dass das jetzt da jetzt dieser ganze alte ist. Das glaube ich nicht. Außer sie haben die Steam-Version, die Epic-Version einfach wirklich ignoriert, dass sie sagen Scheiß auf die Version. Aber das glaube ich nicht. Prinzipiell ist das Spiel ja nur bis jetzt da erhältlich. Das wäre ja komplett schlechte Publicity. Der hätte ja keine Werbung machen dafür, wenn das wirklich so mies war. Ne? Aber wenn das jetzt wirklich eine miese Variante ist und die Gurde halten es zurück. Aber wie gesagt, so mies ist es nicht vom Spülen her. Ich finde nur, der wenige Inventarsplatz, dieses ganz wenig Eisen, was da überall spawnt, nur, das ist halt schon sehr lähmend. Und zurück, das bremst dich so stark aus. Normalerweise sage ich, wenn ein Spiel absichtlich so stark bremst, machen sie das, weil sie keinen Content haben. Wäre jetzt ja so meine normale Überlegung da. Schau, prinzipiell geht es dann im Endeffekt so, in hier rein, in die Builders Box, ja. Das war halt der Kisten, ne, fürs. Da. Wenn das nicht so gut war, dass es lesen kann, das ist mir Platz. The resource box in this box will not be saved if you leave the depot without picking them up. Hast, du kannst da alles reinschmeißen. Alles. Das hat aber eigentlich nur einen Sinn. Deswegen habe ich jetzt nicht alles eine. Da daraus, aus der Kiste raus, nimmt diese Steuerung da ihr Material, um den Zug abzugraden. Das war so ausschaut. Ja. Das war damals schon. Man sieht nicht, was worum liegt eigentlich. Das ist aber nur ein Fehler. Weil eigentlich, Das sind die Knierschützer und das ist eine Waffe, eine ganze, aber die wird nicht irgendwo, die ist theoretisch ist die rechts von meinem Maxel, wenn ich mit Blick Richtung am Zug. So. Ja, das ist auch der Typ da fallen lassen vor, aber die ist noch nichts. Die ist durchpackt, ne? Ja, aber ich glaube, weiß gar nicht, ob man die überhaupt aufnehmen kann. Man hat eigentlich ganze Waffen, glaube ich, meistens immer nur Teile gekriegt. Auf jeden Fall hier, eine Wagon, ja. Das heißt, wir müssten hier, build a module, not in, und das ist ein Upgrade Wagon, ja. Das heißt, du kannst hier wirklich, das ist der Break, die Hupen,
das Pump-Ding in der Mitte, da kannst du dann aussuchen, was hier passt. Wir haben aber nichts. Da müsst ihr mal schauen, das können wir alles machen. Wir können da Sachen auch entfernen, zum Beispiel, könnte man hier gehen und das, oder? Das will ich weg haben, zum Beispiel. Das ist die Front von meinem Zug, ne? Das Horn, ich brauche dieses Tröthorn, ne? Da stelle ich aber Kisten hin. Ja, und da kannst du jetzt alles so aufbauen, was du neu auf eine Kreatur kriegst. Ich kann nur leider, wie du siehst, nicht das machen. Du brauchst irrsinnig viele Ressourcen, schau. Um da irgendwas damit zu machen. Das Problem ist nur, dass ich das nicht hab. Das heißt, in der Station werden wir nicht viel upgraden können. Lass mich mal schauen. Na. Geht nicht. Wir müssten den wieder nehmen. Weil nachher schmeißt man einfach alles da rein. Das sammelst du zusammen und dann schmeißt du das da rein. Das geht schon, aber... Ja. Wo ist denn unser Ding? Unser Lieber. Nicht, wenn ich nicht wo hinschmeißen, du Depp. Alter, ah. Wie ist denn das? Gegangen? F, mein Fehler. Kann der wo draufstehen? Da stehen, ja, da. Das ist ja lieb. Mal sehen, dass er ausschaut, wenn er auf Drogen war. Das ist ja eigentlich lieb. Was immer das für ein Viech ist. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist denn das wieder? So. Ist es abgebrochen vor. Theoretisch muss man jetzt das alles, was da liegt, da, was man vorher craftet, da eine haben. Dann kann man theoretisch oben damit craften. Die Frage ist, wenn du das Skillboard da rein hast, ist es in der nächsten Station auch nicht da, oder? Also das hätten wir ein bisschen so einen Bloß machen können. Nein, das geht nicht. Das ist, soweit haben sie schon. Das haben sie schon behindert. Na schau, jetzt haben wir da, siehst du. Wir brauchen vier so Eisenbahnen und Ding und da und dort. Das bringt nichts. Upgrade the Wagon geht nicht, weil der ist. Der ist zu klar da, den kann man nicht upgraden, da den da. Nein, der geht nix. Was mich wundert ist, warum er den jetzt nicht überrissen hat, weil den eine haut, den Ahnbahn. Wieso? Achso, da wird das nicht, der zählt die Zahl nicht oben. Das ist klar, das ist der, das Requirement dafür, okay. Der wird, ist, man klar, nicht, aber der wird die Zahl nicht oben zählen, vermutlich. Da bräuchte ich jetzt da. Wie viel habe ich jetzt da? 3. Also sicher nichts. Fahren wir weiter. Oder nein, bremsen wir mal da. Da machen wir Partende. So Leute, das war's. Ihr seht, es wird immer komplizierter. Aber prinzipiell wird es jetzt bei der nächsten Station werden wir was auf jeden Fall mehr zusammencraften können, wenn wir dann das Problem, wir wissen jetzt ja, was wir brauchen. Wir wissen, dass wir tonnenweise Eisen brauchen und werden das einmal zusammen aufheben. Jetzt haben wir ja nur alles eigentlich rausballert immer. Weil da brauchen wir sicher 2, 4, 6, 10 Eisen auf jeden Fall. Und wir haben ja bis jetzt alles rausballert, weil wir einfach wie auf Teufel komm raus da forschen wollen, dass wir diesen Enterhaken kriegen, weil der einfach viel gescheiter ist dann zum Spielen allgemein. Das werden wir auch weiterhin, glaube ich, jetzt machen und werden dann einfach jetzt wieder, werden jetzt einfach normal. Den brauchen wir dann auch. Alter. Ja, also ihr seht, wenn wir... So rennt es jetzt dahin. Wir müssen es nur genug einmal, weil wir nicht alles vercraften würden, ja, dann hätten wir ja theoretisch jetzt schon einige Eisen beieinander. Aber wir vercraften ja alles, damit wir unbedingt das upgraden können, was wir jetzt ja gar nicht brauchen eigentlich. Aber wir wollen ja unbedingt das Ding haben. Ich. Den Gremlin Hook. Von daher, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal kommen wir bis zum Gremlin Hook. Das kann ich euch ziemlich sicher sagen, weil uns fehlen nur noch zwei so Phasen. Das bauen wir gerade. Das ist nicht schwer. Dann fehlt nur noch eine Phase und dann haben wir eigentlich... Wenn ich das jetzt mitnehme, so, haben wir schon wieder eins mehr. Tut schon. Researching Ammo Box. Das Lustige ist, was ist denn eine Ammo Box? Kann ich die jetzt bauen? Ich
Container, Wooden Floor. Smelter, Container Rack, Ding, Lab, Kitchen. Nö. Also bauen kann man die nette Armor-Box. Die Frage war nur, ob ich die. Ob das wirklich nur so eine Armor-Erweiterung ist. Kann ich das aufheben? Nein. Jetzt hätte ich nachschauen müssen, was das macht. Aber gut, okay. Gut, Leute, wir checken das ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen, Leute. Bis dann und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nicht vergessen, einmal den Daumen hoch.